Hallo zusammen, da sind wir wieder, die Basteline und die Ronja. Die Ronja hat mich die ganze Zeit bekniet, dass sie mal wieder was mit mir zusammen machen will. Aber das geht ja nur, wenn ich da auch mit meiner Hand dann bei der Ronja in den Kopf rein kann. Das kann ich auch schon ein bisschen, aber es ist noch ein bisschen schmerzhaft. Deswegen wird das Video heute ganz kurz, ne? Wir wollen heute nämlich noch mal was Besonderes machen. Und wir haben da schon mal was vorbereitet. Das haben wir dann schon mal vorher gemacht. Das sieht dann so aus. Ich leg's euch mal zeigen. Das sind Klatschbilder, was wir heute machen wollen. Und die Ronja, was möchte die Ronja gern für eine Farbe machen? Weißt du es denn schon? Rosa! Ja, rosa, natürlich rosa. Haben wir schon hier. Und was möchtest du noch? Drei Farben darfst du dir aussuchen. Dann nehme ich noch Rot. Rot. Okay. Man kann nämlich eigentlich gar nichts falsch machen. Ob man rosa nimmt oder egal welche Farbe. Und jetzt, was willst du jetzt? Schwarz. Schwarz. Also schwarz ist eigentlich ein bisschen ungünstig, Ronja. Ich will schwarz. Okay, du willst schwarz. Fängt sie gleich mit dem Schwersten an. Gut, das Schwarz habe ich noch da unten, das habe ich noch gar nicht hochgeholt. Also gut, dann haben wir hier Schwarz, ne? Und dann schauen wir mal, wie wir das jetzt machen. Oh, da bin ich wieder. Die Ronja, die hat jetzt irgendwie noch was ganz schnell holen wollen. Irgendwas hätte ich vergessen. Ich kann es mir jetzt zwar nicht vorstellen, aber die holt jetzt gleich was. Und ich wollte euch noch erzählen, also wenn ihr jetzt das Blatt Papier habt, vielleicht am besten ist es, wenn ihr ein großes Blatt nehmt, also nicht nur so ein kleines wie ich hier, aber sonst seht ihr es nicht so richtig gut. Bevor wir anfangen, müssen wir einen Knick in das Bild machen. Das heißt, wir tun das halbieren und machen einen Knick. Und dann ist das Bild eigentlich das Blatt schon startklar. Für die Farben wollte ich euch noch was erzählen. Da kann man also alle möglichen Farben wieder nehmen, Schulmalfarben oder Acrylfarben oder Gouachefarben. Wichtig ist nur, dass die Farben nicht ganz so fest sind, sondern schon ein bisschen flüssiger, sodass ihr dann am besten das irgendwie in so kleine Flaschen, also ich habe jetzt immer hier die Flaschen, wo ich dann das entsprechend umfülle, egal was wir jetzt dann für ein Projekt machen. Es gibt aber auch noch so ganz kleine Fläschchen, wo man besorgen kann. Die habe ich, glaube ich, beim Kick habe ich die, glaube ich, gekauft. 50 Cent habt ihr gekostet. Da kann man die auch die Farbe schön flüssig machen. Und es ist auch für ganz kleine Kinderhände geeignet dann. Und zum Wechseln. Und jetzt muss ich mal schauen, wo ist jetzt die Ronja? Ronja, hast du es schon? Ja, schon da. Ist schon da. Oh, so schwer. Oh, ich sehe schon. Was hast du denn da mitgebracht? Na, den Glitzerstaub. Den Glitzerstaub. Ja, der ist natürlich ganz wichtig. Der Glitzerstaub. Den haben wir in Silber und in Blau. Den haben wir auch im Kindergarten immer dabei. Und rosa natürlich. Und wo ist die anderen zwei? Ach, die liegen da unten. Okay. So, dann fangen wir mal an mit deinen Lieblingsfarben. Nein, es ist nur zum Ausprobieren. Okay, es ist nur zum Ausprobieren. Mit was fangen wir denn jetzt an? Mit Rot. Mit Rot. Okay, wir fangen mit Rot an, aber das willst ja du machen. Also. Jetzt. Also, immer schön in die Mitte machen, die Tropfen. Aha, es ist nicht so ganz flüssig. Ich drücke nicht so. Naja, gut. Gut. Wir machen erstmal ein kleineres, ne? Okay. Dann, was willst du dann? Dann schwarz. Okay, schwarz. Aber ganz wenig, Ronja. Das haben wir doch schon ein paar Mal probiert mit dem Schwarz. Ja, nur so ein, zwei, drei Punkte. Ein, zwei, drei Punkte, okay. Eins, zwei, drei, vier.
es reicht schon, reicht schon. Schon genug, schon genug. Und dann natürlich rosa, rosa. Die Lieblingsfarbe. Oh. Und dann, oje, oh, das ist aber ganz flüssig, das rosa. Oh Gott, jetzt ist es passiert. Uiuiuiuiui. Uiuiui. Schaut mal, Kinder. Das ist ein bisschen viel rosa. Sieht aber schön aus. Ist abstrakt. Genau. Ist abstrakt. Genau, abstrakt haben wir es gemacht. So, jetzt klappen wir es zu. Und dann dreht es am besten zu euch hin, dass der Knick euch anschaut. Und dann haltet das in der Mitte fest und dann schiebt du das rausstreichen. Und ja, naja, schau mal, ganz zärtlich aufpassen, dass er nicht drüber rauskommt, dass er nicht rausläuft. Das ist nämlich dann ganz oft der Fall. Und die Ronja, die verstreicht es schön. Pass auf deine Finger auf. So, na gut, dann schauen wir mal, was draus geworden ist. Hm? Dann du die Vaseline, macht's mal auf. Ah, schaut mal. Wenn man wenig schwarz nimmt, dann geht's ganz gut. Ne? Aber ein bisschen, ja, ganz schön. Aber ein bisschen langweilig fast. Ein bisschen langweilig, findest du? Ich will noch eine Farbe reinmachen. Noch eine Farbe, aber nicht schwarz, Ronja. Eine andere Farbe. Lila. Lila. Und dann muss ich erst mal schauen, ob ich das habe. Lila, ah ja, da. Das muss die Vaseline ja schütteln. Farben immer gut schütteln, dass sich die Pigmente gut verteilen. Na? Und dann schauen wir mal, dann macht er mal die Vaseline. Hm? Nein, ich will das machen. Okay. Wird doch ein längeres Video. Dann machst es du. Aber nur einmal kann man das machen, ne? Dass man nochmal Farbe drauf macht. Hm? Okay. Na, reicht schon. Nicht so viel. Sonst wird's wieder. Und dann nochmal zusammenklappen. Ach, das macht die Vaseline wieder. Schau mal. So, schau mal da. Und jetzt kannst du es nochmal verstreichen. Ja, das mache ich. So. Man weiß ja nicht, was rauskommt. Oh, da ist schon ein bisschen neben rausgelaufen. Warte mal, ich mache es wieder auseinander. Wow, das sieht jetzt toll aus, War eine gute Entscheidung mit dem Lila. Und was machen wir jetzt? Jetzt kommt noch der Glitzer. Ja, jetzt kommt der Glitzer. Das macht aber auch die Vaseline. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt keine so einen Glitzerstaub habt, könnt ihr auch warten, bis die Bilder trocken sind und dann mit Glitzerstiften drüber gehen. Das ist auch schön. Aber der Glitzerstaub, der muss sofort in die feuchte Farbe eingesprüht werden, damit er dann gleich mit antrocknet. So, dann hat die Ronja schon ihr erstes Bild gemacht. Und ich zeige es euch nochmal. Und wenn es dann trocken ist, dann findet ihr es wieder auf meiner Homepage www.die-pasteline.de. Aber jetzt kann ich es euch trotzdem schon mal ein bisschen zeigen. So sieht es dann aus. Und ich räume jetzt ein bisschen auf und dann zeige ich euch noch ein anderes Bild. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich, jetzt tut mir natürlich die Hand schon ganz schön weh und ich habe jetzt auch wieder meine Schiene dran, weil das ist doch sehr anstrengend für meine gebrochene Hand, da mit der Ronja zu machen. Aber jetzt wollte ich euch gerne noch ein zweites Bild zeigen. Wir nehmen jetzt, dieses Mal nehme ich 4 Farben. Mehr wie 5 sollte man nicht nehmen, weil es dann einfach zu viel wird. Und hängt natürlich auch von der Größe des Bildes zusammen, also lieber dann weniger Farben. Und immer schauen, dass ihr dann auch helle Farben habt, nicht nur dunkle Farben, sondern auch helle Farben. Und ja, also ich fange jetzt nochmal
mit einer anderen Farbe an. Mal auch so eine Farbe, wo man sagt, die würde man vielleicht so gar nicht so nehmen wollen. Und damit ihr es besser seht, mache ich das jetzt hier so, also ein bisschen nur, also immer nur ein paar Tropfen. Dann nehme ich, ich nehme mal Weiß dazwischen. Ich mache mal mit 5 Farben, dann seht ihr mal, wie das so ist mit 5. Und das Schöne auch an den Glattspielern ist ja, dass man, es ist jetzt Türkis. Ich mag ja Türkis sehr gerne. Und das Schöne an den Glattspielern ist ja, dass die so einzigartig sind. Also selbst wenn ich das gleiche jetzt nochmal machen würde, würde ein ganz anderes trotzdem rauskommen. Also jedes Bild ist ein Unikat. Das ist jetzt dunkelblau. Also ihr seht schon, nur wenige Tropfen. Und dann nehme ich noch Gelb. Das ist eine schöne, helle, kräftige Farbe. Da mache ich auch noch das mal ein bisschen mehr. So, also so ein Gewusel. Dann zusammenklappen. So zu sich herdrehen. Festhalten ein bisschen in der Mitte. Und dann mit der Hand oder mit den Finger so nach außen streichen und gucken, dass man nicht hier schon wieder rausläuft. Aber auf jeden Fall eine feste Unterlage unten drunter oder läuft es auch schon raus. Je mehr man Farbe halt nimmt, umso leichter passiert es, dass die Farbe rausläuft. So, und jetzt klappen wir das auseinander. Und das sieht ja dann so aus. Also das sieht ganz toll aus, wenn das dann trocken ist. Und die Ronja, die liebt ja immer den Glitzer. Den mache ich natürlich jetzt auch noch drauf. Und wenn es dann fertig ist, dann stelle ich es wieder auf die Homepage. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Und nicht vergessen, die Welt ist bunt. Auf jeden Fall. Und Farbe macht glücklich. Bis nächste Woche. Tschüss.